Und dann schreibe ich dann willkommen zu endlich mal wieder einem Commentary. Bevor das Video anfängt, wollte ich mich nochmal kurz entschuldigen, dass am Sonntag wieder mal kein Video kam und ich wieder mal meinen Videoplan gebrochen habe sozusagen. Denn am Sonntag, da sind noch einige private Sachen dazu gekommen. Am Sonntag war ja auch Muttertag, wie vielleicht einige mitgekriegt haben. Da ist so einiges dazwischen gekommen, deswegen bin ich da leider nicht mehr dazu gekommen, ein Video zu produzieren. Ich hoffe mal, ihr könnt mir das verzeihen und ich hoffe mal, ihr nehmt den Videoplan noch irgendwie ernst, denn ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht mehr alle tun mittlerweile, aber okay. Heute soll es übrigens mal, wie ihr sicher schon im Titel gelesen habt, um Product Placements gehen. Beziehungsweise, wie man sie auf Deutsch denn so gerne nennt, Produktplatzierungen. Den meisten sollte das wahrscheinlich schon ein Begriff sein. Wem das vielleicht noch nicht sagt, dem kann ich ja das mal erklären. Aber in einer bestimmten Größe haben die meisten YouTuber die Möglichkeit, von verschiedenen Unternehmen Produkte sozusagen kostenlos zur Verfügung zu bekommen oder vielleicht sogar noch zusätzlich eine finanzielle Gegenleistung zu erhalten. Und im Gegenzug dazu machen sie dann sozusagen Werbung für das Produkt auf ihrem Kanal. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich vollkommen okay, aber nur unter folgenden Voraussetzungen. Man muss natürlich das Produkt, was man bewirbt, meiner Meinung nach selber gut finden, denn es gibt sogar einige Fälle, die ich vielleicht schon mal bemerkt habe, wo man sich dann denkt, das, was er gerade dort sagt, das kann er doch gar nicht wirklich so meinen. Und er macht vielleicht dafür eine Sache Werbung, die er so selbst gar nicht unterstützt. Und immerhin hat man ja als YouTuber irgendwie doch Einfluss auf das Leben seiner Zuschauer. Und wenn man dann da sozusagen sagt, hey Leute, das ist wirklich das tollste Teil und kauft euch das auf jeden Fall alle, und dann ist es in Wirklichkeit gar nicht mal so was super Tolles, was man auch selber gar nicht benutzen würde, dann finde ich das wirklich schon ein bisschen blöd, weil im Prinzip würde man da seine Zuschauer manipulieren und ihnen sozusagen das Geld aus der Tasche ziehen. Eine weitere Sache, die man meiner Meinung nach auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass man Produktplatzierungen immer sehr klar kennzeichnet. Es ist ja Pflicht auf YouTube, dass man Produktplatzierungen sozusagen immer mit diesem P dort oben in der linken Ecke sozusagen kennzeichnet, dass immer nachvollziehbar ist, in welchem Video eben so eine Produktplatzierung vorhanden ist. Aber ich finde auch, man sollte zusätzlich nochmal darauf hinweisen, dass man jetzt hier wirklich dann eine Werbung für ein Produkt macht. Denn ansonsten finde ich immer, das ist so ein bisschen blöd, dann weiß man immer nicht, dass man dafür bezahlt wird als Zuschauer. Das finde ich wirklich ein bisschen eine blöde Sache. Deswegen sollte man immer darauf hinweisen, dass es ein Product Placement ist. Außerdem sollte man natürlich nicht zu oft Product Placements machen, weil wenn man wirklich dann jedes zweite Video irgendein Produkt bewirbt, dann finde ich, dann leidet da irgendwie auch die Channel-Qualität runter. Und deswegen kommt das dann auch ein bisschen so rüber, als würde man YouTube nur noch machen, weil man jetzt unbedingt das Geld vor diesen verschiedenen Unternehmen hier irgendwie einsacken will und nicht mehr, weil man Spaß dran hat, Videos zu machen. Wenn man alle diese Sachen beachtet und eben nicht zu viele Product Placements bringt, dann finde ich, kann man das ruhig ab und zu mal machen. Vor allem, wenn man dadurch selbst halt einen kleinen Vorteil kriegt und auch wenn man halt das Produkt selbst unterstützt, denn andernfalls, finde ich, sollte man auf keinen Fall irgendwie sowas bringen. Jetzt würde mich natürlich noch eure Meinung interessieren, die könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, es würde mich da sehr freuen, wenn wir da wie sonst auch immer ein bisschen diskutieren können. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen, vergesst nicht, mir auf Twitter zu folgen, da bin ich in letzter Zeit sehr aktiv und ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, bis dann, bleibt schleimig und tschüss.